Hallo und herzlich willkommen zurück bei Graf the World. Ja, unsere Zwerge sind soweit. Wir können endlich die Eisenverarbeitung machen. Und hier sieht man auch, der Krähebrock ist auch schon fleißig unterwegs oder fleißig dabei. Ist unser Tischler. Schmied haben wir keinen. Darum übernimmt der Tischler das vorläufig. Ist aber auch okay. Vielleicht kann man ja mit der Zeit das noch beibringen, dass er auch Schmied wird. Macht er quasi Doppelarbeit, weil eh beide Arbeitsplätze sind eh da unten, sowohl die Werkbank als auch der Schmiedeofen. Und wir haben eine ganze Ladung an Eisenspitzhacken in Auftrag gegeben. Wo ich mal unsere neuen Zwerge, die noch quasi noch kein Werkzeug haben, da mal damit ausrüsten möchte. Das heißt, wir brauchen eine auf jeden Fall noch. Ah ja, wir haben eh eine noch in Produktion. Das trifft sich gut und ein paar werden noch raufgetragen. Mit der Zeit sollte man halt schauen, dass wir komplett das Werkzeug auf Eisen umstellen. So. Das wollte ich jetzt nicht eigentlich. Sondern ich wollte in die Ausrüstung rein. Und hier noch den Dings. So. Und da müssen wir jetzt quasi weiter uns durchgraben. Genau, jetzt fehlt uns ja auch an Steinen. Das heißt, da könnten wir hier einfach den Gang erhöhen mal. Und können wir uns hier noch Steine holen. Wie schaut es da unten aus? Da können wir uns eigentlich auch weiter runter graben. Können wir hier auch noch die ganze Ebene da rausklopfen. Die Pilze hier können wir auch gleich mitnehmen. Ah, hier haben wir noch Kohle, das heißt, da werden wir auch alles aus der Wand reißen. Kriegen es da auch nochmal ein Portal auch gleich spendiert. Und da kommen schon. Machen wir hier auch noch ein Portal rein. Wir haben ja aktuell noch genug Mana. Kohle können wir auch immer gebrauchen. Haben wir hier noch Kohle? Ist da Kohle? Nö. Ich glaube, hier haben wir noch Kohle. Nö, passt. Ah, da haben wir Goldmünze wieder gefunden. Sollten wir auch mal schauen, ob wir genug Gold haben, um vielleicht beim Händler was einzukaufen. Aber wichtig wäre erstmal, dass wir uns noch ein bisschen besser vorbereiten auf die nächste Welle. Auch aktuell können wir aber da nicht allzu viel machen. Ja, da oben könnten wir uns noch Holz holen, also es ist gerammelt voll mit Monster. Wie schaut's da aus? Da ist auch noch. Wie schaut es hier eigentlich aus? Ah ja, da ist viel zu holen. Da ist aber nur ein einziger von diesen Typen. Das heißt, da könnten wir uns eigentlich auch hier rauswagen. Wir könnten hier auch mal ein bisschen was abbauen gehen. Dann kriegen wir da auch noch einiges raus. Ein paar von unseren Leute haben ja auch Äxte und so weiter. Und man sieht auch, solange wir den in Ruhe lassen, lässt er uns auch in Ruhe. Da kriegen wir wieder einiges an Holz zusammen.
Weil dann werden wir uns noch ein paar Äxte machen. Schauen wir mal, wie schaut es aus? Werkzeuge, Äxte. Genau, Holz haben wir ja. Das heißt, wir können da schon mal 3 in Auftrag geben. Dann haben wir es in Zukunft auch leichter, wenn wir wieder was fällen wollen. Beziehungsweise in der einen Höhle, wo das fliegende Monstrum wohnt. Wie heißt denn der schnell noch einmal? Schauen wir mal. Ich merke mir den Namen nie. Der Betrachter steht dabei, sehr gefährlich, aber wenn man mit allen hinrennt, wir haben es ja gesehen die letzten Male, weil einer ist kein Problem, dann kann man mit der kompletten Zwergenarmee, wenn die halbwegs gut geschützt sind und alle eine Rüstung haben, oder zumindest die Holzrüstung, ist eigentlich kein Problem. Was sagt er? Er will keine Spiegeleier mehr. Haben wir denn irgendwas anderes zum Essen? Salat geht nicht. Aber wir könnten noch Fleisch grillen. Um ein bisschen Abwechslung in die Nahrung reinzukriegen. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir machen können? Nicht wirklich. Brauchen wir jetzt neue Kochrezepte. 2 Minuten. Und es rollt wieder eine Welle an. Gut, dann können wir da unten noch schauen, ob wir die Zeit noch ein bisschen nutzen können, um noch das eine oder andere aus der Wand zu reißen. Da können wir noch runter, da haben wir gesagt, da war... Ah, das sind so richtig schöne Gänge, die überall eisen- und kohlehaltig sind. Das heißt, da sollten wir auch noch hinschauen. Dann kann man nämlich hier, wenn wir uns dann hier so schrittweise runtergraben, Leitern wären auch nicht schlecht, wenn wir uns da mal ein paar neue machen, wir haben 26. 5 sollten mal reichen. So. Kohle. Mal hier, das lassen wir. Kohle ersetzen, Kohle ersetzen. Eisen raus. Ist hier noch was? Nö. Hintern. Kann man das. Ja, dann soll er hier mal auch gleich das Eisen rausklopfen. Halbe Minute noch. Na gut. Dann sollten sie sich eh wieder auf den Weg machen. Es kommt die nächste Welle. So. Genau, dann gehen wir noch mal schnell unsere Zwerge durch. Der hat eine Waffe, 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 Waffe. Der hat keine Waffe. Ich glaube, ich weiß nicht, eiserne Äxte werden, glaube ich, eher nicht als Waffe, glaube ich, verwendet. Wir können trotzdem mal auch die Werkzeuge gleich ausrüsten. So, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall eine Waffe noch. Ah ja, wir können Holzhelme mittlerweile auch herstellen. Das heißt, wir brauchen mal eine Waffe. Das machen wir schnell. Und wir brauchen ein paar Holzhelme, halt was möglich ist. Ah, 4 Stück. 4 Stück kann man machen. Müssen die auf der Werkbank hergestellt haben oder haben wir die? Ah, haben wir direkt. Tischler, Koch. So, geben wir mal den was. Fischer, ja gut, kriegt der auch mal einen Helm. Ja, wir brauchen eigentlich noch deutlich mehr, aber es ist schon mal ein Anfang.
Dass wir da ein paar. Wobei wir haben den Krieger. Machen wir das anders. Kriegt den letzten Helm, kriegt unser Krieger. Und unser Magier kriegt fürs erste Mal, wir haben noch keinen Magierstab, weil das in die Hand gedrückt. Also von der Ausrüstung stehen wir auf jeden Fall besser da als beim letzten Mal. Von wo kommen sie denn diesmal? Ah, von der Seite ist da ein Buch. Ah ja, da liegt ein Buch, das sehe ich jetzt erst. Das heißt, die werden dann eh wieder, also die kommen von links und werden wahrscheinlich hier irgendwo dann runterkommen mit den Fallschirmen. Dann warten wir mal. Was da alles diesmal auf uns zukommt. Aber diesmal warten ja unsere Zwerge schon. Können wir ja näher ranzoomen. Schaut ganz gut bis jetzt aus. Also die bessere Rüstung macht das schon einiges aus. Ah, da oben ist noch einer, den sollten wir auch noch erledigen. Aber ansonsten sehe ich jetzt eigentlich sonst nichts. Außer es kommen irgendwelche Fliegenden noch. Nö, wir haben soweit eigentlich alles erledigt. Also die Welle, da waren wir jetzt relativ schnell durch. Na, wobei, doch, jetzt kommt dieser Flieger. Sollte aber auch kein Problem sein. Mit der Fülle an. Okay, einer musste flüchten. So kämpfen die anderen nicht mehr. Aber sie haben es geschafft. Das heißt, jetzt ärgert uns eigentlich nur noch der Geist da oben. Ah, ein paar Pilze wachsen hier, ist auch gut. Aber ansonsten haben wir es dann. Ich merke gerade, dass mittlerweile die Betten nicht mehr ganz ausreichen. Das heißt, wir müssten da auch mal neue Schlafräumlichkeiten machen. Können wir uns hier noch so runtergraben. Machen wir hier noch so einen kleinen Schlafraum. Können wir hier auch noch rübergraben. Aber es leuchtet oben noch. Das heißt, die Welle ist offiziell noch nicht vorbei. Aber ich sehe hier aktuell niemanden mehr. Was haben wir denn hier Schönes? Buch des Müllers. Aber das sieht man auch, das geht jetzt deutlich schneller mit den neuen Werkzeugen. Ah! Da kommen die Viecher. Es müssten aber eigentlich, müssten die das schaffen. Man sieht, die machen nicht mal richtig Schaden.
Die kommen durch die Rüstung gar nicht mehr durch. Aber jetzt. Jetzt haben wir es endgültig abgewehrt, die Welle. Und wir haben jetzt 46 Minuten Zeit, um uns auf die nächste vorzubereiten. Also das sollte doch schaffbar sein, dass wir bis dorthin dann auch Eisenwerkzeuge haben. Und ein paar Bögen wäre nicht schlecht. So. Genau, Betten wollte ich bauen. Ah, wir haben sogar ein Bett in Reserve. Das ist schon mal gut. Das können wir da gleich mal platzieren. Aber wir brauchen noch Holz. Weil wir können da am Baum fällen gehen. Ah, da oben, da wachsen schon wieder nach. Jetzt wollte ich nur schauen, weil irgendwo... Habe ich vorher gesehen, ist irgendwo noch ein Buch rumgelegen. Das wir nie mitgenommen haben. Wo war denn das? War das hier? Nö. Es war irgendwo, war eine Stelle, da ich vorher gesehen, ist ein Buch gelegen. Ich finde es gerade nicht. Nein, ist es auch nicht ganz so schlimm. So, wie schaut's jetzt aus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, wir brauchen zwei Betten noch. Damit wirklich alle schlafen können. Wie schaut's denn aus an der Bettenfront? 5. Okay, wir brauchen ein Holz noch. Damit wirklich alle schlafen können. Wir müssen irgendwie noch an ein Holzstück rankommen. So, einmal. So, wobei. Genau, zweimal. Dann haben wir noch ein Bett, dann fehlt nur noch eines. Haben wir irgendwo, könnten wir uns schnell noch was abholzen. Gut, dann schicken wir es da einfach mal rauf. Können wir den Pilz eigentlich mittlerweile auch mitnehmen. Aber man sieht eh, das sind überall diese Wurzeln, das heißt überall wo Wurzeln sind, gleich kann auch was wachsen. Das heißt, solange wir die Wurzeln nicht rausreißen. Ah, da ist wieder so ein fliegendes Ding. Aber der lasst uns, glaube ich, in Ruhe. So, haben wir hier irgendwo noch Holz in der Nähe? Ah, hier hätten wir noch eine ganze Ladung. Sind da eigentlich die Orks noch da? Die sehe ich mittlerweile auch nicht mehr. Dann könnte man nämlich... Nämlich hier den Dicken da wegholzen, der bringt immer relativ viel Holz, nämlich. Ich glaube, die mit die Werkzeuge schlafen irgendwie alle bei uns. Weil nur die kommen, die quasi nur mit ihrem Messer zuhauen. Das heißt, wir müssen dann auch noch Äxte herstellen. Wie schaut's eigentlich mit der Forschung bei uns aus? Ah ja, wir sind fast durch, wir haben 75%. Ah ja, wir könnten noch eine... Genau, Steigeisen könnten wir uns auch mal machen. Weil da brauchen wir nämlich kein Holz dafür. Wäre sicher auch nicht schlecht, wenn der eine oder andere ein Steigeisen hätte. Okay, mehr als eines können wir nicht herstellen. Haben unsere Zwerge eigentlich irgendwer eine Bonusausrüstung? Nicht wirklich. Ah ja, die Bücher wollte ich mir noch anschauen. Wir haben ja da schon jemanden eingeteilt als Müller. Genau, dann soll der das Buch mal lernen. Was sagt die Zeit? 19 Minuten.
Ja, alles spielen, alles spielen, es macht wieder richtig Laune, richtig Spaß. Das heißt, da möchte ich auch auf jeden Fall. Es wird auf jeden Fall zeitlang noch laufen als Hauptprojekt, es macht einfach Spaß. Ah, und da oben ist immer noch der, den wir auch mal dann beseitigen sollten. Hier haben wir die Kohle. Ah ja, hier haben wir noch Eis und das sollte man dann auch noch rausrupfen und hier die Kohle mitnehmen. Wir kommen langsam auch beim Forschungsbaum voran, was auch gut ist. Wenn wir dann endlich auch mit der Zeit zu den coolen Sachen kommen, die man so bauen kann. Ah, die graben sich da wieder weiter, das heißt, die haben uns wieder irgendwie entdeckt. Wie viele sind da unten? 2, 3, 4, 5, ein paar. Die dürfen wir auch nicht außer Acht lassen. Sobald wir Bögen und Eisenwerkzeug, Waffen haben und so, und dann könnten wir uns da auch wieder runterwagen und die mal attackieren, wenn man schaut, was da alles an Eisen noch rumliegt. Was wir aktuell nicht abbauen können. Wegen denen. So, Betten, genau das möchte ich. Das machen wir noch, das letzte Bett. Und dann werde ich wirklich die Folge beenden. Drei. Perfekt. Bett haben wir. Wie schaut's mit Helme aus? Könnten wir auch gleich schauen. Wie viel Holz haben wir denn noch? Wir brauchen noch ein paar Helme, wir brauchen Holz, wir brauchen Waffen, wir brauchen eigentlich alles. Dann werde ich da noch machen, was geht. So, wird schon wieder Nacht. Dann ist eh gut, wenn wir jetzt am Bett noch aufstellen. Und ein letzter Check bei der Ausrüstung. Dann kriegt der einen Helm. Kriegt der einen Helm. Kriegt der einen Helm. 1, 2. Wir brauchen eigentlich nur noch 2 Helme und eine Rüstung. Ja, passt. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich werde jetzt noch eine dritte Folge aufnehmen. Werde das ab jetzt immer so machen, dass ich 3 Folgen aufnehme und in der ersten Folge dann auf eure Kommentare eingehe. Das heißt, wenn ihr Ideen habt, was man noch besser machen könnte, oder Vorschläge, was wir in Zukunft machen könnten alles, schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich immer über jedes Kommentar. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei Craft the World. Tschüss!